Südtirols Schützen haben heute demonstriert. Auch da geht es um die Pandemie-Maßnahmen. Die Schützen verlangen mehr Mut von Südtirols Politik. Im Rahmen einer Protestaktion überreichten sie heute Nachmittag Landtagspräsident Josef Nockler Dutzende Freilandeier. Es brauche, Zitat, Eier, um in der Corona-Krise selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Das Volk braucht in dieser Zeit Planungssicherheit. Das Volk muss wissen, wie es dran ist. Und zurzeit läuft das alles so ab, dass wir wöchentlich 5 neue Dekrete haben. Es braucht Eier. Sie sind auch Nahrungsmittel fürs Gehirn. Und vielleicht hilft es dann ja dann auch in Zukunft, klare und bessere Entscheidungen zu treffen. Angekettete Männer stellten das dar, was der Schützenbund in der Corona-Politik erkannt haben will. In Ketten gelegte Grundrechte.